Im 24-Stunden-Fitnessclub haben wir die Möglichkeit, mit der Flachbank mit der Drückerbank und den Notablagen eine ganz besondere Intensitätstechnik auszuführen. Und zwar können wir die Notablagen auf eine hoch eingestellte Position verschieben, sodass die Langhantel in der untersten Position so gerade 2 bis 3 cm oder auch nur 1 cm über dem Brustkorb liegt. Dann kannst du nämlich aus der niedrigsten Position heraus lädst du dein Trainingsgewicht auf und kannst immer aus einem gedehnten Brustmuskel heraus trainieren, was nochmal ganz andere Trainingsreize gibt, die Muskeln anders schockiert und kannst dadurch nochmal bedeutend mehr Muskelfasern in die Übung involvieren und dadurch natürlich auch die Brustmuskulatur bedeutend besser ausprägen. Genau, wir machen einmal den Durchgang, das heißt, du stellst dir als erstes die Notablagen auf die gewünschte Höhe ein. Ich glaube, bei mir sind das hier auf beiden Seiten 4 Löcher in Sicht. Leg sie dann die Langhantel auf. Jetzt würde ich mir noch meine Trainingsgewichte aufstecken, kann sich dann unter die Hantel drunter legen. Ja, so ist perfekt eingestellt. Dann bringst du die Hantel wieder auf die richtige Position oder in die richtige Position, nämlich am besten auf Höhe der Brustwarzen. Greifst die Hantel in deiner normalen Bankdrückhaltung. Legst deinen Kopf ab, wieder die normale Grundstellung, Bauch und Po fest, Füße fest am Boden und dann kannst du nämlich mit der Ausatmung wunderbar aus der negativen Position heraus langsam wieder rausdrücken. Bei diesem Trainingssystem ist es so, dass du immer wieder ablegst, das heißt den Muskel entspannst und dann auch wieder aus dem Nullpunkt heraus anspannst, sodass du gerade in der negativen Position lernst, mehr Muskelfasern in die oder in den Bewegungsablauf zu integrieren. Das hat den Vorteil, wenn du je mehr Muskelfasern du in den Bewegungsablauf integrierst, dass natürlich dann auch mehr Muskelfasern verdicken durch das Training und dadurch kannst du natürlich dein Potenzial oder dein Wachstumspotenzial der Brustmuskulatur immens nach oben hin steigern. Also eine Intensitätstechnik beim Flachbankdrücken hier im 24-Stunden-Fitnessclub mit der Barbarian Line Drückerbank. Notablagen einstellen und aus der negativen Position heraus das Bankdrücken ausführen. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Trainingsreiz wünsche ich dir.